Zip! Was soll das Problem? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ich weiß nicht, was sie tun wollen, aber ist mir egal. Ich werde alle sterben, alle kopieren, einfach so, einfach krass, einfach mega bad! Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles X. Beim letzten Mal haben wir uns eine wunderschöne Superwaffe hergestellt, wie ihr hier sehen könnt, auf meinem Rücken oder auf meinem Kopf oder was auch immer. Das riesige Ding. Ja, und damit haben wir es endlich geschafft. Na, und mit ein paar Erweiterungen und sowas. Haben wir es endlich geschafft, diesen scheiß Nuklear-Tyrann zu besiegen auf 62. Für Archäologie Level 5. Und was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen, soweit ich weiß, solche Krabben töten und die geben uns weiße, weiße Schalen oder sowas. Oder weißen Panzer. Jetzt greift uns natürlich der Typ hier an. Typ, was willst du? Was willst du? Was ist dein fucking Problem, hä? Stirb, Mann! Bam! Du störst hier. Du störst hier, Typ. Verstehst du das denn nicht? Mal fesseln. Ich hab gar keine Chance. Gar keine Chance. Ich glaube, so ein Vieh habe ich auch noch nie bekämpft, ne? Das ist das erste Mal. Ja, sehr schön, warum nicht? Es gibt immer ein erstes Mal, ne? Ja? Hallo? Fessel? Danke? Nee, ich habe ihn nicht gefesselt. Das war jemand anders. Und hier hat es nicht funktioniert. Ich druck die ganze Zeit, aber er fesselt mich. Hm. Egal, egal, egal. Hat das eben jemand anders für mich übernommen? Ist ja auch nicht schlimm. Kann ich ihn hier so anvisieren? Hallo? Ich kann nur gerade den Rücken anvisieren, oder nicht? Moment. Na da. Ich habe keine Angriffe mehr. Der hat auch nicht mehr viel. Leute, was ist los? Wo bleiben die Angriffe? Oh, nice. Kopfmodus. Ja, komm, da reicht halt das Schwert. Zip. Nice. Nice one. Wenn ich dich gar nicht erledigen wollte, warum eigentlich nicht? Kann ja auch nicht schaden. So, ihr seid hier richtig. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, was ich von ihm bekommen habe. Wenn ich was von dem bekommen habe, von dem Vieh hier. Eben. Oh, die kann ich auch damit wunderbar zerstören. Sind das überhaupt die richtigen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wo sind noch mehr von denen? Hallo? Egal, ich flieg woanders hin. Da, wo ich es auch auf dem Video gesehen habe. Irgendwo da hinten muss es gewesen sein. Da müssen auch ganz viele von diesen Viechern rumkraxeln. Und das müssten auf jeden Fall die richtigen sein. Meine ich. Seht ihr das? Hier könnte das sein, ja, theoretisch. Hallo? Oder auch hier? Kann auch sein, ich habe keine Ahnung. Aber die hat eine andere Farbe, ne? Ja, das könnten die richtigen sein. Ich weiß es nicht genau, wir gucken einfach nach. Vorfex-Panzer. Der weiße, was könnte es sein? Gucken wir einfach mal. Yep. Ach, wir haben schon zwei. Oh, nice. Ja, okay. Alles klar. Dann wirst du Bescheid, denke ich mal. Ich schneide was. Okay, das ging zur Abwechslung mal ziemlich schnell. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ach ja, es kommt ja noch ein letztes Rätsel. Stell die Frage, stell dich ein. Trink den frühesten Sonnenschein. Innenstadt am Wiesenhain. Ja, ich schätze mal, ich muss, ich glaube, wieder im Wohnviertel, denke ich mal, so wie das klingt. Frühesten Sonnenschein. Also morgens irgendwann. Oder Vormittag. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich muss wahrscheinlich wieder mit irgendjemandem reden da. Zu einer bestimmten Zeit. Das werde ich auch nachgucken und kurz schneiden. Okay, es ist schon wieder Solen. Also scheinbar immer Solen. Na gut, das ist schon mal schön zu wissen. Aber trotzdem, dieses frühester Sonnenschein, das ist doch total irreführend. So früh am Morgen scheint doch noch keine Sonne. Was?
Ich habe keine Ahnung, was los mit denen ist. Ist egal, wir sprechen mit Solim. Mhm. Nice. Upgrade abgeschlossen. Ja, alles klar. Das kennen wir ja schon. Okay. Da denke ich fast dasselbe gelabert. Aber okay. Moment, Leute. Timer, dankeschön. So, hätten wir es auch. Stufe 5. Sehr schön. Auch wenn ich noch nichts wirklich für Archäologie Level 5 gefunden habe, meine ich. Ich kann mich an einen Biologie Level 5 erinnern, in Noctilum. Ich meine, das war Biologie. Denke ich zumindest. Aber okay. Haben wir das schon mal erledigt? Warum nicht? Kann schon mal nicht schaden. Gut. Dann, was jetzt? Ist hier die Frage. Wie weit ist denn Irina mittlerweile? Wahrscheinlich noch nicht so weit. Dann muss ich eher Standardmission machen. Denke ich. Das ganze Farm hat kaum was gebracht. Kaum irgendetwas. Okay. Dann würde ich einfach vorschlagen, wir machen weiter Standardmissionen. Wir haben ja noch welche offen. Welche will ich denn machen? Wasser des Lebens zum Beispiel. Oder. Ah ne, das eine war ja Kirsty, stimmt, das habe ich ja schon gemacht. Dann machen wir Wasser des Lebens, oder? Ja, komm. Machen wir das. Alles klar, so, wo müssen wir hin? Da oben in Noctilum. Knotenpunkt 210. Sollte passen, denke ich. Und dann schauen wir mal. Sieht so aus, als wäre da unten eine Quelle. Komisch verarbeitetes Wasser, aber okay. Moment, ist es nicht hier sogar? Ist es hier? Nee, scheinbar doch nicht. Irgendwo war auf jeden Fall hier in Noctilum war so eine Höhle, wo ich später auch noch reingehen werde. Aber wahrscheinlich erst nach dem Spiel, also nach der Hauptstory. Weil da will ich mir was Schönes holen. Später dazu mehr. Wir wollen jetzt erstmal zu dem Typen. Ich versuche jetzt gar nicht den Namen auszusprechen. Moment, bin schon dran vorbei. Da unten blinkt. Okay. Das ist so ein Wasser, der liegt am Boden. Das ist nicht cool. Dem ist scheinbar tatsächlich was zugestoßen. Das ist uncool. Was kann bei dir? Ja, er hat es leider nicht überlebt. Er hat einen heftigen Schlag von einer einheimischen Kreatur bekommen und seine Überlebenschancen standen gleich null. Deswegen haben wir direkt nach dem Wasser gefragt, ob er das gefunden hat. Und er hat tatsächlich einen Tropfen gefunden. Dann haben wir ihn informiert, von wegen, dass wir das Vervielfeld liegen können. Und ja, hat uns das Wasser gegeben, hat sich nochmal bedankt. Ja, sein Leben konnten wir leider nicht retten, aber. Ja, theoretisch können wir auch nicht fortpflanzen lassen, ne? Weil er jetzt tot ist, ne? Aber wir können weiter ganz viele erschaffen von denen. Und das war sein Wunsch, dass wir Mira mit ganz vielen Artgenossen bestücken, sag ich mal. Okay, na dann, ich frag mich, ob man den wirklich hätte retten können.
wenn ich direkt was unternommen hätte, das hätte ich auch machen können, aber wie er schon sagte, seine Überlebenschancen standen gleich nur, deswegen dachte ich, es wäre sinnlos. Also habe ich es gelassen. Okay, gut, dann informieren wir noch den Typi im Wohnviertel. Ich hoffe, er ist nicht ganz so traurig. Ich weiß, die Orphen sind da so ein bisschen komisch, ne? Auch wenn einer von denen drauf geht, das trifft die nicht so hart, weil die sich halt durch diese Zerteilung vermehren. Zumindest kam mir das so vor beim letzten Mal. Aber naja. Okay, er meinte, es wäre trotzdem ein harter Verlust. Aber wird jetzt sofort damit beginnen, mit der Vervielfältigung und ja, die Stadt quasi neu bevölkern, wenn man das so sagen kann. Und hat nochmal gefragt, ob die Menschen überhaupt damit einverstanden wären, und ich habe einfach mal ja gesagt. Mal gucken. Das bedeutet wahrscheinlich für uns ganz viele neue Standardmissionen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber okay. So, was denn als nächstes? Mal gucken, was wir denn noch so haben. Ah, für Lara Mara, ja. Fragment des Lebensspeichers finden. Können wir theoretisch machen, warum nicht? Müsste eine Warnung gewesen sein, oder? Wenn ich mich recht erinnere, genau. Da hinten, okay. Und wenn wir schon mal in dieser Warnung sind, wenn ich gleich die Mission abgeschlossen habe, obwohl ich müsste wahrscheinlich nochmal zurück. Egal, das mache ich dann noch vorher. Will ich gleich zu einem bestimmten Ort, da können wir auch noch Standardmissionen annehmen, zwei Stück müssen es sein, und da treffen wir auf einen alten Bekannten, oder auf eine alte Bekannte eher. Das habe ich schon offscreen gesehen, und deswegen, aber ihr werdet sehen, oh, hier ist was zum Untersuchen, das würde ich gerne mitnehmen. Was haben wir hier? Ich habe Level 2, alles klar. Fördersonde. Nee. Ihr wisst, Leute, wie ich zu Fördersonden stehe. Ich habe so viel von denen. Ah, das Teil, das haben wir schon mal gesehen. Ja, aber ich brauche Forschungssonden, Leute. Ich brauche Forschungssonden. Ich will mehr Geld. Geld ist wichtig. Ja, was mache ich jetzt hier? Wie kann ich das untersuchen? Hier oben drauf? Naja. Untersuchen. Wir haben, glaube ich, noch nie ein Fragment des Lebensspeichers untersucht, oder? Die wurden immer vorher zerstört oder sonst was. Okay, das Ganze war eine Falle von den Misadi. Ich glaube, das sind auch Verbündete von den Ganglion, wenn man das so sagen kann. Okay, ein paar von denen haben wir schon mal gekämpft, meine ich. Auch in der Festung von denen. Wenn ich mich nicht irre, ich meine, das waren so welche. Das Aussehen kommt mir zumindest bekannt vor. Auf jeden Fall war wohl ein Sicherheitscode vonnöten, um das hier aufzumachen. Aber Lara Mar meinte halt, wir wissen nichts von einem Sicherheitscode. Es war auch nie geplant, dass die Teile irgendwie abfallen, ne? Und deswegen haben die auch keine Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen oder so. Deswegen hat ihn das gewundert. Ja, wie es sich herausgestellt hat, war das alles eine Falle. So, was war das alles? Ne, da ist noch einer. Da ist ja noch einer. Na Typ, was geht so bei dir? Alles klar, oder was? Stirb bitte. Zip. Jetzt kommen wir immer mehr. Und dann habe ich kein Problem mit. Habe ich gar kein Problem mit. Kommt nur her. Wenn ich mal hier durchkommen würde, wäre es ziemlich nice.
laufen ja alle so willkürlich rum, deswegen ist es ein bisschen blöd hier, die alle zu treffen. Zip. Das reicht mal für den. Das ist ja krass. Boah, wie viele sind denn das? Wie viele sind denn das, Leute? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Leute, was ist euer Problem? Was ist euer Problem? Steck mich mal. Wo seid ihr jetzt alle? Hier so. Und den Dreh. Bam! Noch mehr. Habe ich gar kein Problem mit. Kommt nur, kommt nur. Ich mache euch alle platt. Darf ich den amüsieren? Danke. Zip. Next one, please. Next one, please. Verlängern, einer Ghostwalker, kann nicht schaden. Moment, ich hab schon wieder falsch analysiert. Jetzt habe ich zwei. Bam, über drei, noch besser. Ja, er lebt noch, aber nicht mehr lange. Ja, stirb bitte. Ja, ist so unübersichtlich hier. Kommt von überall. Zack, auch weg. Ich muss wieder überleben, sehe ich gerade. Ich habe hier eine Zeitanzeige. Okay, verlängern. Ich verlängere, solange es geht. Was ziemlich lang ist. Sehr schön. 1 Million Schaden, alles klar. Ja, es gibt noch mal mehr. Ja, weil jetzt. Achso, ja, weil keine Gegner mehr da sind. Deswegen hat er abgebrochen. Klar, klar. Und jetzt kommen trotzdem noch welche. Okay, mache ich dann so meine 11 fertig. Gerne nochmal übertakten, Theo. Oder auch nicht. Hat er jetzt trotzdem die SP abgenommen? Kann sein, ist egal. Hi, Typ. Die wollen unbedingt aufs Maul. Na gut, na gut. Ja, okay, ich kann übertakten. Sehr schön. Und dann mache ich das auch geschwind. Hier, 0-0, 0-0, bam. Und ordentlich reinknüppeln, ordentlich reinknüppeln. Als ob die eine Chance hätten, was? Wir sind schon halt tot. Ich habe nur den einen gesehen und die waren die anderen. Hinter mir oder was? Ja, keine Ahnung. Ist egal, sie sind alle tot. Ne, sind sie nicht. Die sind ja alle verteilt. Was soll das denn? Was soll das denn? Na gut, wie ihr meint, Leute, wie ihr meint. Okay, drei Leute noch einmal. Dann betrüge ich nochmal. Zip! Was ist euer Problem? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ich weiß nicht, was sie tun wollen, aber ist mir egal. Ich werde alle sterben, alle kapieren. Einfach so, einfach krass, einfach mega bad! Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Sterbt doch einfach. So, war's das jetzt, bitte? Ich glaube, das war's jetzt endlich. Darf ich jetzt endlich weiter untersuchen? Das wäre richtig freundlich. Mann, das waren ganz schön viele Gegner, aber alles kein Problem. Alles easy, Leute. Okay, das war scheinbar ein ganz besonderes Fragment. Das beinhaltet Daten kurz vor dem Absturz. Und zwar wurden die von einer anderen Arche gesendet. Also eine andere Arche, die scheinbar noch überlebt hat. Da sind ja mehrere rausgeflogen, ne? Von der Erde aus. Wir sind ja eigentlich nicht ganz die letzten Menschen. Außer die wurden auch irgendwie gekillt. Das kann sein. Aber okay, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fund, von daher ganz cool. So, theoretisch könnte ich hier noch, wären hier jetzt noch zwei Standardmissionen. Nehme ich aber doch vielleicht beim nächsten Mal erst an, weil die Zeit schon fast vorbei ist. Deswegen würde ich sagen, wir porten uns nochmal kurz zurück zu La Ramada, sprechen mit ihm und dann beende ich den Part, denke ich. Oder wäre dann zu kurz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wie lange das noch dauert, ne? Besonders dieser Ladescreen hier, der dauert ganz schön lange, gerade. Okay.
So, Lara Mara. Du warst doch hier unten, genau. Alles klar, also Venom war scheinbar ganz aus dem Häuschen, dass wir das gefunden haben. Ja, sehr schön. Gut, gut, gut. Dann habe ich jetzt doch ein bisschen die Befürchtung, dass der Part vielleicht ein bisschen zu kurz kommen könnte. Aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch Sinnvolles machen könnte, außer die Standardmission schon mal anzunehmen, aber... Nee, das will ich dann in einem Rutsch machen, denke ich. Ich kann mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Irgendwas. Was wir schon mal annehmen könnten. Dass hier alles rechtzeitig spawnt. Die müssen auf jeden Fall noch welche sein, aber... Die wollen gerade nicht spawnen, da hinten. Ach so, genau. Das könnte theoretisch der sein. Ich habe mir die Namen nicht ganz gemerkt, aber das könnte der sein, der dieses ganze Vultan haben wollte und da entführt wurde angeblich. Ja, das ist tatsächlich der und der hat angeblich irgendwelche Juwelen gestohlen. Aber er meinte, warum sollte er die stehlen? Für ihn ist das nichts weiter als Abfall, quasi. Okay. Dann wollen wir ihm doch mal helfen. Okay, und wir sollen zuerst mit Tracy sprechen. Machen wir das noch schnell, ja. Okay, mit ihr lässt sich nicht wirklich sprechen, nicht vernünftig. Ja, und er meinte, wir sollten am besten den wahren Täter finden. Und er meinte, ihm wäre auch was Verdächtiges aufgefallen. Da wäre wohl ungefähr zu dem Zeitpunkt der Tat ein Auto mit hoher Geschwindigkeit aus dem Osttor gerast. Alles klar, gut, dann können wir dem schon mal auf die Spur gehen. Und ich würde aber sagen, trotzdem mache ich dann erst im nächsten Part. Also fliege ich nochmal nach Silvalum und nehme da noch zwei Standardmissionen an. Ne? Und eine davon werde ich auf jeden Fall noch erledigen. Und dann mal gucken, was wir als nächstes machen. Ne? Aber okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.